Für die Bewohner des Hauses Dietrichstraße in der Trierer Innenstadt dürfte der Heiligabend 2016 wohl in schlechter Erinnerung bleiben. Es war gegen 16.30 Uhr, als einige Mieter Qualm im Treppenhaus bemerkten, der aus der mittleren Wohnung des dreigeschossigen Hauses drang. Der Mieter dieser Wohnung meldete sich auch auf Hämmern und Klopfen nicht. Wie sich später herausstellte, war er nicht zu Hause. Derweil hatten Nachbarn die Feuerwehr alarmiert, die mit dem ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr nach kurzer Zeit am Einsatzort war. Nicht zuletzt wegen der unübersichtlichen Lage und der bangen Frage, ob sich noch Menschen in dem dreigeschossigen Wohnhaus mit insgesamt 9 Mietparteien befinden könnten, erweiterte die Einsatzzentrale den Alarm auf die Wache 2 in Erang und den freiwilligen Löschzug Olevik. Als die ersten Einsatzkräfte die Wohnungstür im verqualmten ersten Obergeschoss öffneten, veränderte sich die Situation schlagartig. Beim Öffnen der Wohnungstür im ersten Obergeschoss bekam der heiße Schwelbrand dort Sauerstoff und es kam zu einer sogenannten Durchzündung, einem sogenannten Flashover. In Sekundenschnelle haben danach die gesamte Einrichtung in Flammen gestanden. Allgemeines Aufatmen dann kurz nach 17 Uhr, als feststand, dass sich niemand in der betroffenen Wohnung befunden hatte. Die Löscharbeiten in der Dietrichstraße waren wegen der engen Straßenbreite etwas problematisch, zumal ein Drehleiter Fahrzeug benötigt wurde. Dennoch war der Brand schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Abend an. Außerdem nahmen Experten der Kripo Trier die Ermittlungen auf.